Arnel Jakubowicz hat sich nur einen Tag nach seiner Verpflichtung mustergültig beim SK Sturm vorgestellt. Der Neuzugang verbuchte beim 9:0 Testspielsieg der Grazer gegen den SC Weiz 3 Treffer. Sturm lief ohne die Tormänner Jörg Siebenhandel und Tobias Schützenauer, die gesondert trainierten, sowie die Rekonvaleszenten Markus Pink, Lukas Grosurek, Markus Lattner und Stefan Hierländer auf. Neben vielen Youngsters kamen auch die am Montag verpflichteten Gideon Mensa und Arnel Jakubowicz zum Einsatz. Letzterer brillierte dabei als Dreifachtorschütze. Es ist schön, wieder zu spielen. Es ist wichtig, dass ich meine Qualitäten zeige und Tore mache. Das ist auch meine Aufgabe als Stürmer, freute sich Jakubowicz über den gelungenen Einstand. Das war ein guter Start. Ich freue mich riesig, hier zu sein, neben der Leihgabe aus Empoli trafen gegen den 7. der Regionalliga Mitte Spendelhofer, Kaitaishvili, Janscher, Hosina, 2 und Lehmer. Milic mit Sturms Vorstellung zufrieden. Auch Roman Milic zeigte sich durchaus zufrieden. Mir hat gefallen, dass wir das Tempo hochgehalten haben, Torchancen herausgespielt haben und auch über das ganze Spiel hinweg Tore machen wollten. Außerdem haben wir zu Null gespielt, so der Coach der Schwarz-Weißen. Damit tritt Sturm die Reise ins Trainingslager gut in Schuss an. Morgen haben wir noch eine Einheit auf Kunstrasen und dann freuen wir uns auf die super Bedingungen in der Türkei. Wir haben jetzt 14 Tage lang hart trainiert im physischen Bereich und jetzt werden wir im taktischen Bereich einige Dinge ausprobieren, erklärt Melich.